Jürgen Hart hier im Studio bei Welt. CDU, er ist der außenpolitische Fraktionssprecher. Willkommen bei Welt, Herr Hart. Herr Schimal war ja dabei, das ist der Ministerpräsident, der war heute in Berlin. Und es gab ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden bzw. CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Sie waren da auch anwesend. Worum drehte sich denn das Gespräch? Was waren die Themen? Es war bereits das zweite Gespräch mit dem Premierminister in kurzer Zeit. Der Präsident verlässt ja das Land nicht und wird per Video zugeschaltet. Aber der Premierminister ist jetzt in kürzerer Zeit zweimal in Deutschland gewesen. Der hat sich optimistisch gezeigt nach diesem Gespräch. Allein ist natürlich jetzt der Beruf ist tatsächlich, ob das auch so kommt, wie das jetzt besprochen worden ist. Und er hat natürlich darauf hingewiesen, dass die Ukraine nicht nur eine Wiederaufbauhilfe nach dem Krieg braucht, sondern dass sie einen ganz schweren Winter vor der Brust hat. Dass nicht nur ein enormes Haushaltsdefizit in der Ukraine besteht. Die Soldaten müssen ja bezahlt werden, die Infrastruktur muss bezahlt werden, obwohl ja die Zahl derer, die in der Ukraine Steuern zahlen können, deutlich zurückgegangen ist. Und es fehlen zum Beispiel 26.000 Generatoren. Man stelle sich vor, in der gegenwärtigen Situation 26.000 dieselbetriebene Generatoren, um eben die elektrische Versorgung auch dort sicherzustellen, wo durch russische Terrorangriffe die Infrastruktur zerstört ist. Allein das ist schon eine große Aufgabe. Und er hat gesagt, dass der Bundesfinanzminister zugesagt hätte, die Mittel Deutschlands für die Hilfe der Ukraine im kommenden Haushalt, also im Haushalt 23, noch mal deutlich anzuheben. Und Friedrich Merz hat gesagt, dass er das unterstützt. 500 Millionen Euro monatlich, das war eine Zahl, die wir aus Kiew gehört haben, die von Deutschland ab nächstem Jahr schon gebraucht werden würden. Bisher gab es oft Kritik an der Unterstützung aus Deutschland. Sie kam zu langsam, sie kam nicht in dem Ausmaße. Da ging es vor allem um Waffenlieferungen, worüber Diskussionen. Sind Sie denn auch zuversichtlich und optimistisch, dass es diesmal schnell geht und dass es genug ist, was Deutschland bereitstellt, was die Regierung bereitstellen wird? Es sind halt verschiedene Baustellen und die Ukraine will einerseits natürlich militärisch dem Angriff Russlands widerstehen. Das schafft sie im Augenblick ganz gut. Der Premierminister ist der Meinung, dass man nach wie vor die strategische Dominanz in diesem Kampf hat, dass man aber noch lange Monate brauchen wird, um die Russen tatsächlich weiter zurückzudrängen. Dafür braucht er Waffen und deswegen treten wir als CDU-CSU-Fraktion konsequent für eine vielleicht gemeinsame europäische Initiative Leopardpanzer, Marderschützenpanzer ein. Und vor allem braucht er Munition. Er braucht für die Raketenabwehrsysteme Raketen. Er braucht Munition für die Gepard-Flugabwehrpanzer, die ja ganz konkret jetzt bei diesen Drohnenangriffen es schaffen, etwa 50% der Drohnen vom Himmel zu holen, bevor sie einschlagen. Aber die anderen 50%, die treffen eben Wohnhäuser, elektrische Einrichtungen, also Trafostationen, Kraftwerke und so fort. Und das ist Terror aus der Luft, mit der Putin einfach den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung brechen will. Er will die Ukraine platt machen. Er will diesen Staat vernichten. Und das ist etwas, was wir lange in Europa nicht mehr hatten. Herr Hart, Sie haben es gerade angesprochen, immer wieder seitens der Ukraine die Forderung nach mehr Waffen, Panzer, Flugabwehrsysteme, Artillerie. Jetzt ist aber auch in Deutschland zu spüren, dieser Krieg durch die Energiepreise, die Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, das tut auch uns weh. Wie bekommt man den Spagat hin, den Deutschen zu erklären, dass das, was wir tun an Unterstützung, auch militärischer Unterstützung, geldlicher Unterstützung, einfach notwendig ist, wenn im eigenen Land immer mehr so ein Unbehagen spüren? Also die Menschen sind nach wie vor, glaube ich, sehr bereit zur Solidarität mit der Ukraine. Die Frage, die wir diskutieren und erklären müssen, ist es denn möglich, mit Putin etwas hinzukriegen, so nach dem Motto, man gibt ihm, was man will und dann hat man zurück den Frieden in Europa? Oder ist es in Wirklichkeit so, dass Putin gar nicht gegen die Ukraine kämpft, sondern gegen uns alle? Und dass er früher oder später, wenn er in der Ukraine Erfolg hat, dann einfach weitermacht, Georgien, Moldau, dann vielleicht das Baltikum, wenn wir als NATO direkt betroffen sind. Ich fürchte, nachdem wir 8 Jahre mit ihm verhandelt haben über die Ostukraine und die Krim, ich fürchte, dass er nicht sich stoppen lassen würde durch einen Kompromissvorschlag. Und im Übrigen muss natürlich die Ukraine selbst entscheiden, zu welchen Kompromissen sie im Zweifel bereit ist. Ich glaube, für Verhandlungen ist jetzt noch nicht die Zeit. Jürgen Hart, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das Gespräch von Friedrich Merz und auch in die Haltung der CDU. Dankeschön. Dankeschön.